Gurkenmorgen-Jungs und andere, die dieses komplett krasse, noch nie gesehene, gurkenklemmende, krankhaft scheißende, mit deiner Oma verheiratet und sich aber nach 2 Jahren scheiden lassende 1000 Abonnenten-Special sehen. Leute, an der Stelle lasst mich mal fett Danke sagen. Ich weiß, 1000 Abonnenten sind für die meisten nicht viel, aber für mich ist es mehr, als ich jemals geplant hätte. Diese Videos machen mir ultra viel Spaß und zu sehen, wie ihr das feiert und mich krank supportet, lässt mir meine Zeigefinger leicht zusammentippen und rot werden. Ohne all euren Zuspruch hätte ich das niemals so durchgezogen und dafür danke ich jeden einzelnen von euch. Vom Herzen. Und am meisten danke ich Obama. Er war der beste Präsident der Vereinigten Staaten und ein guter Mensch. Bitte, ich will nur meinen Sohn wiedersehen. Es ist schon 2 Jahre her. Henry! Was ist der Unterschied heute, Jungs? Fällt euch irgendwas auf, was Kleines? Jeder, der was Perverses sieht, soll das auch in die Kommentare schreiben. Dann schauen wir mal, welchen Server haben wir denn heute? Habe ich mich auf Storytime nicht schon letztlich erst angemeldet? Will ich mal wieder drauf. Gehen wir mal auf Storytime, Jungs. Ich steche euch alle mit meinem Zwiebelhirn. Bitte nicht umfallen, bitte nicht umfallen. Nein, guck! Nein, nein, das darf jetzt so nicht passieren. Nein, nein. Was? Wo ist denn die Kamera bei dir? Ich sehe das gar nicht. Yo, was geht? Ich bin schon lange nicht mehr dabei gewesen. Carmen. Ich habe ihm gerade die Gurke drum geschmiert. Ja, ich weiß. Guck, Gurke, 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 Gurke! Den wahren Kampf führt man nicht mit Fäusten, man führt sie mit Gurke. Entschuldigung, der Herr. Können Sie mich verstehen? Oh nein, er hat AirPods drin. Die Schwanni lecker. Ich habe eine Gurke an der Stirn. Guten Tag, Pferdefresse. Was geht? Was hast du gesagt, Pferdefresse? Ja. Warum lenkst du mich? Oha, warum siehst du so super stark und gut darin aus? Ist er Finch asozial oder was? Nein, nein, Finch asozial kopiert meinen Style, keine Sorge. Oh, sorry, ich wollte das Auto actually klauen, aber da ist ja jemand drin. Also ich sammle eigentlich nur eine Petition für den Klimawandel. Wollen Sie unterschreiben? Ah! Ach so, ich sehe, Sie sind auch ein besonderer Haartyp-Enjoyer. Also dann sollten Sie eventuell konvertieren, einfach zum Fukuila-Clan, wissen Sie? Und unterschreiben Sie meine Petition für den Klimawandel! Entschuldigung, die Dame. Ich suche hier actually eigentlich nur ein paar Leute, die halt für meine Petition unterschreiben, für den Klimawandel, wissen Sie? Auf keinen Fall. Haben Sie was gegen die Erde oder so? Nee. Dann unterschreiben Sie hier, sonst kriegen wir alle Tod und Verderben. Juck mich gar nicht, Digga. Sir, ich mache hier actually was Gutes. Actually, bitte, jetzt mache ich Deutsch. Pff, du hast einen Reifen verloren! Wegen dem Klimawandel, Digga. Ich schwöre, hättest du unterschrieben, wäre dir das nicht passiert. Ah! Hilfe, der hat einen Reifen verloren, hat jetzt Aggressionsprobleme. Und der Klimawandel juckt ihn auch nicht. Helfen Sie mir, dieser Mann im Rot will mich umbringen. Keine Sorge, ich habe jemanden, der gerade eben für den Klimawandel unterschreiben möchte. Gar kein Stress, Jungs, ne? Ja, und du fährst hier ein Auto mit Abgasen, was soll das? Dankeschön, Sir, ich schulde Ihnen was. Wie viel Geld hast du? Wenn ich Ihnen gesagt habe, ich schulde Ihnen was, ja, eigentlich schulde ich Ihnen gar nichts. Sie können mich mal kreuzweise. Ich mache jetzt meine Petition weiter. Wollen Sie actually für meine Petition unterschreiben? Ist für den Klimawandel, wissen Sie? Also für den Fall, dass die Erde runtergeht und alles eine Dürre wird und wir alle sterben werden. Sie müssen einfach nur kleine Unterschrift machen. Für den Klimawandel, hallo. Entschuldigung, die Lady. Hey, steig jetzt aus, Fukuila, steig aus. Will einer von euch meine Petition unterschreiben? Nein. Will jemand meine Petition unterschreiben, dass niemand mehr auf Autodächern liegen darf? Scheiß auf deine Petition, Mann. Unterschreib meine Petition, dass fette Frauen kein Auto schieben dürfen. Hau ihn dumm, hau ihn dumm. Ah, hau ihn dumm, hau dich dünn. Ey, ich bin nicht hier, oh, scheiße. Nennst du hier fett, Mann? Wo bin ich hier? Oh, ich fühle mich so schwach. Fuck, ich bin gleich so runter. Für dich mach ich das sogar. Er ist weg. Es hat sich nicht mehr gelohnt. Er konnte mir nicht mehr seine Dankbarkeit zeigen. Sir, ich sehe Sie angeln gerade, ja? Ich habe hier actually eine Petition, dass Menschen aufhören sollten, in Anglergebieten zu schwimmen. Ich habe kein Problem damit. Sie vertreiben die ganzen Fische und dadurch kriegt man einen schlechten Fang. Ja, aber bei mir läuft's gut mit dem Angeln. Sir, nur weil es bei Ihnen gut läuft, heißt nicht, dass es bei den anderen gut läuft, wissen Sie? Ja, was möchte ich denn unterschreiben? Fische sind Lebewesen. Auf denen wird nicht rumgetrampelt, die werden an Haken gehängt. Das ist ein typisches Sprichwort, was wir unter uns Anglerkollegen haben. Ja, okay. Das klingt plausibel. Ja, gut, dann einmal hier unterschreiben, ja? Ja, okay. Und einmal noch hier ein Kreuz machen, ja, genau. Alles klar, das haben sie toll gemacht. Da sehen Sie sich den Männer dort. Dankeschön. Sir. Entschuldigung, Sir. Sir, ich weiß, Sie hören mich. Komm schon. Hallo, Sir. Ich habe hier eine Petition, die Sie eventuell unterschreiben dürfen für mich. Das macht er schön. Ah, guten Tag. Ich hätte eine Petition, die ihr mir mal unterschreiben könnt, wenn ihr wollt. Die Petition, keine hässlichen gelben Westen mehr zu tragen. Ah! Hässlich. Also, es ist nur eine Petition. Also, ich finde ihre persönlich wunderschön, ja? Ich will nur wissen, ob sie... Ah! Halt, stopp! Nein! Ah! Ich will doch nur Roller fahren! Du bist mein Sonnenschein. Mein einziger Sonnenschein. Du machst mich glücklich, wenn Himmel ist grau. Medic! Ich würde ja gerne hören, aber leider bin ich noch 20 Minuten bewusstlos. Ja, Jungs, carried mich.
Au! Was ist passiert? Welche Verletzung hatte ich? Wissen Sie das? Tatsächlich auch nicht. Ich glaube, ich wurde geschlagen. Es fühlt sich an, als hätte mir jemand fett in die Fresse geschlagen. Hallo, gut aussehender Mann. Müssen Sie wirklich Schminke tragen? Sie können auch wirklich einfach nur Sie selbst sein. Sie ist schön, red nicht. Ich rede nicht von der Frau. Das ist ja das Traurige. Das ist ein Tattoo, aber egal. Möchte gern Tadel. Ich hätte eigentlich noch eine Petition, die Sie da unterschreiben dürfen, weil für mich, wenn Sie wollen. Eine Petition, dass Ärzte nicht mehr die Einhornpflaster benutzen, sondern ab sofort die Hello Kitty Pflaster, da dies einfach in den Augen vieler Bürger natürlich besser ist. Ich habe bis jetzt so viele gehabt, die Einhornpflaster so super fanden. Also die Petition, dass sie allein aufgerufen werden konnte, beweist Gegenteil, deswegen ich weiß jetzt nicht. Also ich bin mit den Einhornpflaster eigentlich bis jetzt immer zufrieden gewesen. Sie sind für Elefanten, sie sind raus aus dem Schneider, lass mich dir ehrlich sein. Ist nicht schlimm. Das war der Unbeliebte der Klasse, ich merke schon. Alles klar, dankeschön, ciao, ciao. Entschuldigung, die Dame. Ich wollte Sie fragen, ich habe eine Petition. Was soll das sein? Eine Petition ist quasi das, wo die Bürger halt unterschreiben, dass sie eine Sache haben wollen. Der Staat muss es dann ab einer bestimmten Anzahl tun, weil es dann in der Mehrheit ist. Sorry, aber da unterschreibe ich nicht. Ich habe Ihnen ja noch nicht mal gesagt, worum es geht, ja? Was halten Sie davon, dass wir anfangen, bei den fetten Menschen auf ihren Bäuchen rumzutreten, als wäre es Trampolin? Sorry, das unterschreibe ich so nicht. Sind Sie auch fett oder warum wollen Sie das nicht? Warum nehmen Sie sich eigentlich die Frechheit, über Menschen herzuziehen, die fett sind? Das ist keine Frechheit. Ich finde nur, dass Ihr Bauchumfang groß genug ist, um 10 Leute ein Trampolin zu gewähren, die das eigentlich brauchten. Suchen Sie sich jemand anders, der dafür unterschreibt, aber ich tue es nicht. Tschüss. Ja, auf Ihrer Wampe kann man auch richtig rumklettern, Digga. Ist ein ganzer Funpark für Kinder bestimmt hier. Der Petitionslord muss weiter. Entschuldigung. Mitnehmen. Müsst ihr nicht. Ich sehe schon, ihr seid Followers of Jesus Christ, richtig? Ja. Ja, geil. Also ich habe hier eigentlich eine Petition, die Religion verbieten soll. Wollt ihr die unterschreiben? Nein, eigentlich nicht. Religion ist 90% für Kriege verantwortlich, ja? Komm, steig sein. Also ich konnte euch leider nicht überzeugen, diese Petition gegen Religion an sich zu unterschreiben. Nein, nein. Ah, ich sehe schon. Ah, alles klar. Wunderschönen guten Abend. Hallihallo. Ich bin hier einfach nur für eine Petition, dass die Polizisten sich ordentlicher und normaler verhalten sollen. Wissen Sie, und menschlicher den Menschen gegenüber. Was ist denn Ihr Anreiz dafür? Dass die Polizisten momentan sehr unhöflich und respektlos zu den Menschen sind, ja? Und dass ihr Haarschnitt eventuell auch nicht ganz zu der Cappy passt. Das haben auch ein paar Leute gesagt. Also kriege ich eure Stimme? Kriegst du nicht, Mann. Mach dich weg. Nimm mal deine Hippie-Brille ab, Diggi. Was soll die Scheiße? Weißt du, ich habe auch eine Petition, die einfach sagt, dass man keine hässlichen Tropenshirts einfach so tragen darf, Digga. Ich scheiße auf dich und deine Petition. Digga, du hast Jahre von Nets ultimativer Schulwahnsinn. Geh mal weiter. Nee, das ist mir ein bisschen zu viel Chaos. Hier kann ich nicht. Nice, hab eine Karre. Nein! Ich habe einen Reifen verloren. Noch ein Stück. Geiler Moment, wenn man einfach random seinen Reifen verliert, ne? Manche würden sagen, das ist ein löppender Lachs. Entschuldigung, Sir. Sir, einen Moment Aufmerksamkeit. Ich bin der Mann, der eine Petition momentan leitet, wissen Sie? Wir wollen weniger Biker in der Stadt. Wieso das denn? Sie stören und haben einen überkompensierenden Motorgeräusch, wissen Sie? Als würden Sie etwas nicht ertragen können, was an Ihren Körper haftet, was zu kurz sein könnte. Ich spreche nur für die Leute. Mir ist das sowas von sassiger, was andere denken. Also wollen Sie nicht unterschreiben, die Petition, dass Motorradfahrer einfach allgemein verboten werden sollten, weil sie einen scheiß Style haben und etwas überkompensieren? Nee, will ich nicht. Und jetzt verschwinde mit deinem Fragebogen. Sie, Sir, wir leiten eine Petition, dass Motorradfahrer einfach verboten werden sollten, weil sie ein Motorgeräusch haben, der überkompensierend ist und sich scheiße anziehen, ja? Ja, ich unterschätze das irgendwie nicht. Warte mal, lass mich dir ganz kurz zeigen. Wie siehst du? Sowas braucht die Welt nicht, ja? Soll ich mal helfen, dass du wieder auf den Punkt kommst? Ah, okay, du willst... Ah, ja, so ist das! Jetzt war ich Motorrad, Jungs! Okay, nein, ich habe schon Spaß gemacht, hier bitte. Ah, für zwei minderwertigen Stimmen lasse ich mich nicht einlocken. Ich bekomme dich noch. Ich laufe, solange ich kann. Merken Sie Ihre überkompensierenden Ton? Sie müssen doch irgendwas, was Sie an sich nicht wertschätzen, kompensieren. Ich werde dich machen. Auch der Pferdeschwanz, eventuell die Länge, die Sie eigentlich haben wollten, aber nicht bekommen haben. Ah! Nein! Digga, was atmet der denn da rein? Ja, ich die Einhornpflaster so super fanden, das war eigentlich bis jetzt... Alles gut bei euch? Jo, alles gut bei uns. Das stimmt gar nicht. Ich habe eigentlich hier, nur wenn Sie genauer hinschauen, eine Petition, dass Männer mit Pferdeschwänzen absolut etwas überkompensiert. Ah! Die meisten Leute sind gestört von Männern mit Pferdeschwänzen. Ah! Wissen Sie, ich habe so ein Gefühl, Sie schon mal getroffen zu haben. Wo das denn? Eventuell hier auf dem Start, wissen Sie? Ich habe Sie schon mal gesehen. Mich schon mal gesehen? Ja. Dass Sie eine gelbe Hose anhat oder so? Sie hatten eventuell eine weiße an oder sowas? Dann habe ich Sie verwechselt. Es tut mir leid, das ist schon länger her bei mir. Wissen Sie, wir können gemeinsam eine Petition vertreten, ja? Unsere Petition ist gegen Fahrräder. Entschuldigung, Jungs. Ich habe hier eine Petition, die gegen Fahrräder redet. Ja, ich kacke auf deine Petition. So, wollen Sie meine Petition gegen schwul aussehende Männer machen, die absolut nicht homo sind? Nee, bitte babbel mich mal nicht voll. Du gehst hier rum und schlägst Menschen, tu nicht so, als hättest du was Gutes zu tun. Sie können auch was Gutes tun und die Petition unterschreiben, die dazu spricht, dass man Barbie ihre Klamotten nicht mehr klauen darf. Kollege, oh. Der Pinguin unterschreibt. Ah, Petition gegen Fahrräder. Bist du gegen Fahrräder? Stopp, ja, ich bin gegen Fahrräder, die regen nur zu Gewalt an, wie Sie sehen. Guten Tag. Oh nein, da kommt schon wieder dieser... Entschuldigung, hey, warum rennt denn jeder? Kein Abo, danke. Nein, das ist kein Abo, das ist eine Petition, wissen Sie? Petition für was?
Die Petition, dass Frauen mit pinken Haaren ab sofort Geert heißen. Unterschreibe ich. Alles klar, einfach unterschreiben. Alter, was ist hier? Stopp, ich habe meine ersten Interessen, okay? Schau dich mal an. Deine Frau heißt ab sofort Geert. Du bist gleich wieder kaputt geschlagen. Wenigstens heißt meine Frau trotzdem danach nicht Geert. Hunde müssen vom Würfelpack ferngehalten werden. Wer will ein bisschen angeln, Jungs? Wer will ein bisschen angeln? Angelt mich! Guten Tag, Jungs und Ladies. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Jagd den, Jungs. Helfen Sie mir! Seine Frau ist Diab und er macht mich verantwortlich. Doggy, hilf mir! Hilfe, seine Frau ist auf türkisch Arsch. Wow! Deine Mutter, du. Wir werden mich niemals kriegen. Der Petitionshauptmeister ist auf dem Weg. Bleib stehen oder ich werde schießen jetzt. Polizei! Oh, okay. Ah. Alter, ich muss ein bisschen stemmen. Was für stemmen, Digga? Lass mich los. Weißt du, so ein Petitionsbrett ist ein bisschen... Ah, okay, Jungs, ihr müsst mir keine... Oh. Nein, ich werde mich nicht knockouten lassen. Da ist es ja ganz schön normal ausgeatmet, muss ich sagen, ne? Wenn euch das Ganze gefallen hat, nicht gerne vergessen, ein Gurke oder ein Abo dazulassen, ansonsten bin ich raus für heute. Und das war auch meine Art von 1000 Abonnenten-Special. Ich wollte ein kleines Dankeschön da lassen. Es wurde sich seit Tag 1 gewünscht, dass ich eine Gurke auf der Stirn habe. Also, warum nicht? Ich habe es möglich gemacht. Es sieht zwar so aus, aber ich glaube, es sieht gut aus. Es war nie eine Gurke. Es war eine Zucchini.